Hallo Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Ja, wir sind auf dem Weg ins Schwerttal. Angeblich nicht mehr weit, nur noch 1395 Schritte. Das ist ja gar nichts, natürlich nicht. Ja, Dunbin. Na, der hat irgendwas. Was er genau hat, keine Ahnung. Wir haben den Fundort des Monados gesehen. All das im letzten Part. Und was soll die Scheiße denn hier? Hier geht's nicht weiter. Ganz toll. Okay, jetzt haben wir die Kacke am Dampfen im wahrsten Sinne des Wortes so. Aber nee, hier geht's scheinbar lang. Oder komme ich von hier? Ich könnte mich auch einfach irgendwohin teleportieren, oder? Ich glaube schon. Das könnte was bringen. Das bringt uns bestimmt auch. Aber hier geht's auf jeden Fall lang. Na, oder auch nicht. Harmoniegespräch. Vielleicht geht das ja sogar. Du erfüllst noch nicht die Bedingungen. Natürlich nicht. Das wär's ja auch noch. Okay, ich versuche mich mal irgendwo hinzubiegen. Also, Bergqualak. Und jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wo überhaupt unser Ziel ist. Da. Ja, ungünstiger geht's nicht. Ja gut, damit brauchen wir uns auch nicht beamen. Wir müssen nur hier raus, da runter und dann... Puh. Okay, das erste Problem ist hier rauszukommen. Also hier gab's einen Weg. Aber du bist es nicht. Der muss hier... Das muss er sein. Nein, das ist er auch nicht. Hier irgendwo muss es einen Weg geben. Aber ich kann keinen sehen. Bist du's? Ja. Ja, das ist richtig. Okay, Gott sei Dank. Schlimm genug. Jetzt schon das Ganze, aber... Naja, okay. Ja, ich muss jetzt einmal ein paar Mal auf die Karte gucken, würde ich sagen, sonst habe ich keine Ahnung. Okay, das ist auf jeden Fall richtig. Ja, der nächste extrem lange Gehweg. Ja, guckt ihr das mit zu, guckt ihr es nicht mit zu. Also ich tendiere erstmal dazu, dass wir in diesem Part nichts anderes machen, als den Weg abzulaufen und ein paar Kämpfe. Wer da keinen Bock drauf hat, an dieser Stelle ausmachen, im nächsten Part weitergucken, schauen, wie weit wir sind. Vor allen Dingen, ich will mir auf jeden Fall sicher sein, ich will jetzt nicht eine halbe Stunde hier falsch rumlaufen. Seht ihr, da geht's schon los. Da muss ich nämlich runter. Was bist du denn für einer? Dich meine ich nicht. Dir will ich sowieso nichts. Okay, hier gibt es einen Haufen Wege. Atomgrovoroda oder so in der Art. Okay, wo könnt's... Boah, scheiße, es sind viele Wege. Aber grundsätzlich sollen wir ja nach hier. Na komm, spring da runter, Schulk. Kannst du nicht? Hä? Wieso kannst du da nicht runterspringen? Aber nicht sterben dabei. Das wäre noch ganz nett von dir. Danke. Oh Gott. Ja, Leute, was natürlich auch sein könnte, dass ich in diesem Part den Weg nicht finde. Das wäre ja jetzt auch nichts Neues. Dann würden wir natürlich, dann seht ihr einfach im nächsten Part ganz klar den richtigen Weg, aber scheinbar passt das. Ach,
Ach, die sind gar nicht so super stark? Okay, dann ist ja in Ordnung. Trotzdem versuche ich jetzt, wenn mich keiner angreift, erstmal den Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Aber ich liebe die Melodie hier, die ist echt geil. Richtig zum Verlieben. Da komme ich auch ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Schön durch den Schnee hier stapfen. Ihr seid doch gefährlich, oder? Zwar als Einzelner nicht, aber in der Gruppe da... würde ich mich jetzt nicht unbedingt mit anlegen. Ignea-Ebene und noch ein ganz paar EP, dann haben wir das neue Level. Ah. Ich check nochmal die Karte. Ich kann zwar sowieso im Endeffekt nicht alles einsehen, was ich sehen müsste. Ja, hier könnte jetzt auf einmal auch eine Wand auftauchen, ne? Und könnte bedeuten, dass ich hätte hier lang gehen müssen und dann so... Aber ich hoffe einfach mal, dass das Ganze hier so ein bisschen fair abläuft. Ja, dann ist es ja auch schon gar nicht mehr so super weit. Schaffen wir wahrscheinlich sogar noch in diesem Part. Wenn der Weg nicht ganz anders ist, als ich denke. Aber da sieht schon wieder so aus, das müsste man da vorne nach oben. Wenn das so wirklich so ist. Oh Gott, bitte nicht. Sag mir nicht, ich muss da oben hin oder so. Dann haben wir ein ganz dickes Problem. Ich glaube, die haben auch was, die haben es auch ein bisschen auf mich abgesehen. Oh, das sieht ganz schlecht aus. Naja, mein Levelaufstieg. Ah, wir sind ja auch fast da. Könnte ja fast sein, dass ich da gar nicht hoch muss und dann schon gesagt bekomme, was los ist. Und das sieht auch so aus, als wäre es so. Gott sei Dank. やっぱりあれはフィオルンなんだ。モナドを受け継ぐ少年、会えました。フィオルン、それが私の名前。あなたは私をこの体を知っているのですか。やっぱり僕たちのことを忘れてしまったのか。でもフィオルン、ここには 君のたった一人の家族がダンバンさんもいるんだよ。家族、そのようなものがモナドを持つ者よ。私はあなた方に話さなければ。フィオルン、何？ おっと、おとなしくしてくれよ。手が滑ったらまた貫いちまうぜ。卑怯な。さあ、状況が理解できたらその武装なもんを渡してもらおうか。お前らを引き裂いてから取り上げてもいいんだが、楽ができるに越したことはないんでな。分かった。その代わり すぐにフィオルンから離れてくれ。素直だね、そういうの好きだぜ、シュルーク。<笑>お前は。よう、久しぶりだな。あいつは。
無駄よな。モナドってもんはよ。小僧、てめえのモナドどう変わったのか、ちゃんと理解してんのか。そこまでやるか。俺たちイカすためには人殺しも辞さないってか。どの口がそれを言う。なぜ騎士の館に着いた。なぜコロニー9を焼き尽くした。無か。決まっている。 貴様の故郷だからよ。貴様、動くんじゃねえ。こいつは遠隔操作できるんだ。こいつの喉をかき切ってやってもいいんだぜ。さてどうしてくれようかね。這いつくばって命乞いだけじゃつまんねえよな。 気になると思うだ。メリアちゃん、すごいもん。この小娘が。昔だな、ムムカ。もう逃さん。 Oh, wir kämpfen mal gegen den Menschen. Auch nicht schlecht. Oder blockt. Wie sieht das aus? Ich kann nichts machen? Doch, wir können alle was gegen den machen. Aber er ist Level 48. Das ist natürlich ganz schön hoch. Muss ich jetzt sagen. Und wie immer, wenn ich sage, ja Leute, in diesem Part passiert nichts, dann geht's natürlich voll ab, ne? Na gut, immer ist übertrieben, aber... Was passiert öfter? Also, ich hoffe mal, es hat keiner abgeschaltet. Das war eine echt gute Attacke von dem, mein Gott. Was war das denn? Hat ja gar nichts gebracht, kann das sein? Boah, das dauert ja ewig, den zu besiegen, und ich glaube fast, den schaffen wir nicht. Den schaffen wir nicht. Nee. Da geht mal... voll in die Hose. Ja, damit hat sich das für Schulk erledigt. Und... ja, ich weiß nicht, das wird nichts. Das, ich befürchte fast, ich muss mal ordentlich leveln, bevor ich gegen den hier kämpfen kann. Der nimmt mich ja voll auseinander. Obwohl. Noch ist nichts verloren, oder? Oh Gott. So wie ich das kenne, sind die anderen beiden immer ganz schön schnell down gleich. Nein. Weil er so. Da helfen auch ein paar Treffer von hinten nichts. Die ändern nicht viel daran, dass wir kein Land sehen. Doppelhöllenfeuer 4. Lass mich raten. 70.000 Schaden. Nein. Aber es reicht. Ricky Wahn. Heile, heile. Komm, heil ihn, heil ihn, heil ihn, heil ihn, heil ihn. Ja, gut. Mach das Höllenfeuer halt auf mich. Auch schon wieder down. Krieg hier auch fast. Ja, ich glaube fast, das ist unser Untergang. Ziemlich sicher sogar. Ja, Schala ist tot. Damit kannst du es voll knicken.
Und da kommt schon die nächste starke Attacke hinterher. Adlerschnitter. Alles klar. 1912. Oh. Könnte ich alles etwas lockerer sehen, wenn Schala da wäre. Ist sie aber nicht. Ja, das war's. Oh Gott, wenn ich wenigstens mal jemanden... Okay, Ricky macht ein bisschen Heilung. Was kommt jetzt? Nochmal Adlerschnitt, okay. Ja, ganz vielleicht, ganz vielleicht, ganz vielleicht, nein. Okay, das trifft einfach nicht. Oh, ich kann wiederbeleben. Nicht vorbei, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das packen. Es sind alle echt kurz vorm Abkratzen. Oh, das kann einfach nicht hinhauen. Oh Gott, heil dich. Komm, er schwankt. Wir können uns wenigstens heilen. Beziehungsweise wiederbeleben. Das mache ich natürlich damit. Super Spirale. Ach, das klingt scheiße für mich. Das ist auch. Ricky, heile, heile. Mach mal hier auf dich selbst. Und jetzt heilen, 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 heilen. Den da hin. Und. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht mal nehmen. Verdammt. Hier wiederbeleben, wiederbeleben, wiederbeleben. Okay. Auf und dann gleich hinterher. Und da fällt Schulk. Beleb mich wieder. Hallo. Wiederbelebung wäre ganz nett. Fortheilung hinterher. Aber das, ach, das reicht nie im Leben. Quatsch, niemals. Es wird ein endloser Kampf und führt das Ganze für nichts am Ende. Oh Gott, Ricky, ja, das war kein Fehler, war. Oh Gott, nein. Oh, endlich mal hat das getroffen. Okay, meine Hoffnung steigt. Auf jeden Fall.俺はその物像を奪って俺が英雄になろうと思っていたのよ。それが理由か。そんなくだらない理由でお前はここにいないよ。ふるさと気持ちいいぜ。この体はいいよ。
今までの鬼神兵とは違う。その通りだ。モナドを受け継ぎし者よ。これは資源にして最強の鬼神兵。そう操る我は鬼神界名手。鬼神界名手。お前が、お前が全ての鬼神兵を操っているのか。しかり、巨神の支配から世界を解放するまで我らの戦いは続く。なぜだ。 なぜ人間を鬼神兵に封じる。人と人を戦わせて何の意味がある。答える言われなどない。今はこの者を連れ帰らねばならん。フィオルン返せ。フィオルンを返せ。欲しいものがあるなら力を示せ。追ってこい我らが鬼神界まで。 俺も待ってるぜ、ダンブーン。馬鹿。追うさ。どこまでだって。そうだ、追ってこい。巨神の剣モナドよ。彼の地にて迎え撃ってやろう。フィオル。 Nicht schlecht, nicht schlecht. Und hierauf habe ich gehofft. Okay, Leute, ich beende den Part hier. Bis dann und ciao. Hier war Wollo.